Blauer Himmel, Sonnenschein. Allerdings nur 27 Grad, also fast vorbei mit kurzer Hose, T-Shirt. Aber noch nicht. Lien trägt schon wieder lange Hosen, dann die friert. Aber mit Ventilatoren und Blaschwitzen und ein Muss für die Klimaanlage im Auto und so weiter ist es vorbei bis übermorgen, denn dann wird es wieder wärmer. Lien macht gerade den Fischtank sauber, denn das war mir ein bisschen nötig. Fishies. Oh, you put the fishes Yeah, out. I'm cleaning it nicely. They're good, sauber, whatever. They can swim around in there while I clean the tank. Very good. Huh, interesting. So, ja, und ich muss zum World of Wheels Shop, um mein Fahrrad reparieren zu lassen. Und ich hoffe, das letzte Mal. Denn dann sind alle tipptopp ausgerüstet mit dem Schutz und wir sollten keine Probleme haben. Also, auf geht's. So, das war's. Ich hoffe, das letzte Mal für eine ganze Weile. Weitere $33, aber der extra Schutz ist drin und neuer dickerer Schlauch installiert. Also, das sollte es gewesen sein für die nächsten 5 bis 10 Jahre, hoffe ich. Und wir sollten auch geschützt sein vor diesen komischen Dornen, die ja überall und immer wieder lauern. Also, auf geht's nach Hause und dann überlege ich mal, was ich mache. Ich habe überlegt, pokern zu gehen, aber mal gucken. Für eine Strecke, die man normalerweise in 25 Minuten zurücklegen kann, brauche ich zurzeit 40 Minuten. Und dann komme ich genau um 5 vor 6 an und das ist ein Bounty Tournament. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Also kein Pokern heute. Es wäre ein schönes $30 Bounty Tournament gewesen. Aber das nächste Mal vielleicht. Ja, wir wollten gerade los Fahrrad fahren oder angeln oder sonst irgendwas ans Gewässer. Aber da brauchen wir 20 bis 30 Minuten hin. Und wir haben festgestellt, dass die Sonne bereits um 9 Minuten nach 7 untergeht. Also es geht so schnell mit dem früher dunkel werden und das lohnt sich einfach nicht. Von daher tanken wir jetzt die Lienswagen voll, denn im Gegensatz zu Deutschland sind hier die Benzinpreise von dem Feuer da betroffen. In Deutschland ja angeblich nicht. Und Brokkoli besorgen und sowas. Ja, also nix. Morgen dann vielleicht. Ja, das nächste, was kommt, ist obviously Halloween. Und die haben schon so viel Zeug dafür. Kürbis. Natürlich. So, wir waren gerade beim Dollar Tree. Neue Pflaster besorgen. Und da gibt es ja immer wieder solche Schnäppchen. Alles kostet ja einen Dollar, beziehungsweise einen Dollar plus Tax. Und da gab es eine Flasche Rosé für einen Dollar. Und eigentlich ist das ja nicht unser Ding. Aber wenn man die Flasche woanders kauft, kostet die $18. Und von daher muss man die holen. Kann man ja immerhin noch als Geschenk verschenken dann. Aber wenn die anderswo $18 kostet, dann kann das ja nicht das Schlechteste sein. Ist ein Rosé von 2008. Also ich weiß nicht. So, zurück von unserer Einkaufstour. Heute gibt es das restliche Fleisch von gestern vom Grill in einer Sahnesoße, beziehungsweise Sahne wird ersetzt durch Crema Mexicana. Und wir überlegen, mehr von diesem Rosé zu kaufen für einen Dollar, denn andere Jahrgänge von diesem Rosé kosten 30, $40. Und manchmal haben die wirklich gute Schnäppchen dabei mit Dollar General. Wir haben ja einmal dieses deutsche Weizenbier da gekauft für 50 Cent. Das kostet da auch woanders $4. Aber das ist für einen Dollar eine $30 Weinflasche, Rosé. Also wir verprobieren ihn halt nachher mal einfach. Und wenn die gut ist, dann kaufen wir wahrscheinlich den Rest auf. Ich meine, da waren nur noch 4, 5 Flaschen und Alkohol, hatte Lian gesagt, für einen Dollar. Die sind immer rucki zucki ausverkauft von den ganzen Obdachlosen, wie auch immer.
Aber wenn die schmeckt und die gut ist, dann kann man die auf jeden Fall als Geschenk mindestens mal horten. Nicht, dass wir jetzt großartig überall eingeladen werden, aber nichtsdestotrotz ist immer eine gute Sache. Wir versuchen nur gerade herauszufinden, ob man den aus dem Kühlschrank trinkt oder hier hauswarm, oder wie sagt man? Ja. Mal gucken. Also das hat sie ja wirklich gut gemacht. Glasklar, wunderschön sauber und das Wasser ist auch. So, das ist das Abendessen. Brokkoli mit dem Fleisch von gestern. Und a lot of Sahne mit Nudeln. Und das gibt's jetzt. Etwas früher als normalerweise. Aber wir haben auch schon 7:45. Auf geht's. Zwei verschiedene 1-Dollar Weine gab es da beim Dollar Tree. Der kommt aus Italien 2015 und das ist der von 2008. Und der soll wohl anderswo halt 18 bis 30 Dollar kosten. Und den probieren wir jetzt. Prost! I like it. Some of the best wine I ever had. Also der ist ziemlich süß. Und yeah. Für ein Rosé auf jeden Fall sehr dunkel. But it's, yeah, it's Cabernet Sauvignon Rosé, that's what I was telling you, it's not just Rosé. Ja. It's good, actually. Ist nicht so schlecht. Nein, it's good. Keine süß, sehr rotweinisch. Ja, können wir eigentlich noch mal ein, zwei Flaschen kaufen für einen Dollar. Ja, der eine Roséwein, der war ziemlich gut und von daher ist die Lea nochmal los und besorgt die restlichen Flaschen, die es da noch gab, für 1 Dollar. Der haut ganz schön rein. Also ich habe, glaube ich, knapp 15% Alkohol. Die Liane hat einen Schluck genommen und hat direkt rote Backen bekommen. Also die verträgt überhaupt keinen Alkohol. Ich bin jetzt fast mit dem ersten Glas durch und merke es auch schon irgendwie im Schädel. Aber der schmeckt einfach gut. Und der ist gut zum Verschenken und ist auch gut zum selber trinken für 1 Dollar. 18 Dollar, beziehungsweise man kann ihn sogar für 40 Dollar auf anderen Homepages kaufen. Ist auf jeden Fall ein guter Deal und bei solchen Deals muss man einfach zuschlagen. Ob es dann als Geschenk dann irgendwann herreicht oder ob man ihn selber trinken, das bleibt abzuwarten. Aber ist auf jeden Fall kein schlechter Wein. Und für einen Dollar kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Ja, die lernen schon ganz schön weiter weg, 20 Minuten. Obwohl es eigentlich um die Ecke ist, mal sehen. Müsste eigentlich gleich wiederkommen. So. Wir haben es tatsächlich geschafft, die Flasche Wein noch zu leeren. Und es sieht so aus, als würde es anfangen, hier die Haut abzupellen. Und das hier langsam verschwinden. Darunter ist natürlich noch mehr oder weniger fast rohes Fleisch zum Teil geheilt. Aber ich hoffe, in ein, spätestens zwei Wochen ist das Geschichte. Und der Schmerz lässt auch nach, beziehungsweise ist dann komplett verschwunden. Noch sieht es immer noch shitty aus und ist auch shitty.